Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 1. Oktober. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward sein Gewahr. Lukas 19, Vers 5. Als junger Mann hörte ich einen Satz, der mir tiefen Eindruck gemacht hat. Einmal im Leben müssen wir als Narren passieren. Entweder gelten wir jetzt der Welt als närrisch, weil wir mit Ernst den Frieden mit Gott suchen, aber die Ewigkeit wird zeigen, dass dies klug war, oder aber wir gelten hier als kluge und weltoffene Leute. Dann werden wir in der Ewigkeit klagen und sagen müssen, wir Narren haben den rechten Weg verfehlt. So dachte wohl eines Tages auch der reiche Oberzöllner Zachäus. Darum tat er alles, um dem Heiland der Welt, dem Herrn Jesus, zu begegnen. Er stieg dazu, der reife Mann, auf einen Baum auf der Straße. Ein lächerliches Bild? Nein, ein ergreifendes Bild. Gibt es etwas Größeres, als wenn ein Mensch bekümmert wird um das Heil seiner Seele? Als wenn ein Mann, der es zu etwas gebracht hat, entdeckt, mir fehlt ja das Beste, Frieden mit Gott und Vergebung meiner Sünden. Die Leute, die ihn zuerst wohl lachend beobachten, haben ihn schon vergessen, denn nun naht der Wundertäter, der neue Prophet, der Mann, der in aller Munde ist, Jesus. Da muss man doch schauen. Und auf dem Baum sitzt Zachäus mit seinem großen Heilsverlangen. Wie soll es denn nun mit ihm weitergehen? Da bleibt Jesus stehen. Er sieht auf zu Zachäus. Jesus sieht nicht die Menge. Er sieht nicht die angetretene Prominenz von Jericho. Er sieht nur das verlangende Herz und das unruhige Gewissen des Zachäus. Solche Herzen und so gequälte Gewissen hatte er vor Augen, als er am Kreuz starb. Auf dass sie Frieden hätten, so ist Jesus. Herr, du Heiland der sehnsüchtigen Herzen und der beladenen Gewissen, wie sollten wir leben ohne dich? Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.